Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich darf euch wieder recht herzlich zu einer neuen Replay-Folge, diesmal zum Spiel Summer Games auf dem Sega Master System begrüßen. In den vorherigen Folgen habe ich mich hauptsächlich mit der C64er-Version beschäftigt. Das war auch die Version, die ich als Kind gespielt hatte. Und ich habe mir die Amiga-Version angeschaut, die 1992 herausgekommen ist, die grafisch sehr hübsch ist, vor allem im Vergleich zur 64er-Version, aber spielerisch keine großen Unterschiede zur alten Version aufweist und deshalb auch nichts Neues beinhaltet. Was ich aber bisher noch nie mehr angeschaut habe, ist die Konsolen-Version. Und das ist etwas, was wir heute nachholen werden. Hier seht ihr, wie gesagt, die Sega Master Systems-Version. Die ist 1988 in den USA erschienen, 3 Jahre später, 1991 dann in Europa und dann auch in Deutschland. Entwickler war hier Epix, es war eine Inhouse-Entwicklung und Publisher war in beiden Fällen, das heißt sowohl in den USA als auch in Deutschland, Sega. Noch ein Wort zur Steuerung, ich verwende ein Gamepad und ich hatte versucht im Internet eine Anleitung für dieses Spiel zu bekommen, aber leider ohne Erfolg. Das heißt, ich musste ausprobieren, welche Tasten bei welcher Sportart was bewirken. Das ist mir zum größten Teil gelungen, aber nicht bei allem, beispielsweise beim Bodenturnen, das werdet ihr nachher sehen. Aber das hindert mich jetzt nicht daran, euch diese Version hier vorzustellen, denn es geht ja nicht hier ums Gewinnen, sondern ich möchte euch ja gerne die Portierungen des Spiels zeigen und dazu gehört natürlich auch diese Version. Dann schlage ich vor, dass wir direkt starten und wir sehen jetzt hier im Menü, dass wir hier die Auswahlfelder haben. Wir können wieder alle Sportarten hintereinander absolvieren. Wir können auch einzelne Sportarten absolvieren. Wir können üben, das ist das, was ich vorhin gemacht habe. Und wir können uns die Weltrekorde anschauen, das mache ich einmal. Und da sehen wir auch die Sportarten, die hier angeboten werden. Stabhochsprung, 100 Meter Sprint, Bodenturnen, Turmspringen und 100 Meter Freistilschwimmen. Was diese Version nicht enthält, ist die 4x100 Meter Staffel und auch nicht die 400 Meter Freistilstaffel. Die fehlt hier und leider, zu meinem großen Bedauern, gibt es hier auch kein Tontaubenschießen. Einer der Disziplinen, die mir auf dem 64er und auch auf dem Amiga am meisten Spaß gemacht haben. Die gibt es hier leider nicht. Was wir aber hier sehen, sind ganz tolle Sprites auf der rechten Seite. Ich finde sie wirklich sehr, sehr gelungen. Und auf der linken Seite sehen wir Fahnen. Und dort fällt mir auf, dass die Fahne der DDR abgebildet ist. Das verwundert etwas. Wir wählen Nummer 1 aus. Wir spielen alle Sportarten. Und als erstes müssen wir wieder uns für einen Namen entscheiden. Das machen wir direkt. Und für ein Land. Und das ist jetzt leider etwas beschränkter als bei der 64er oder der Amiga-Version. Wir können hier nur aus 8 Ländern auswählen. Das ist wenig, denn bei der 64er-Version konnte man 17 Länder auswählen und auch Epix als neutrales Land. Das geht hier leider nicht. Und auch die Auswahl verwundert mich etwas. Die USA, England und Frankreich, ja klar, auch die UdSSR. China kann man drüber diskutieren. Griechenland verstehe ich auch noch als Erfinder der Olympischen Spiele. Aber warum die DDR? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Fassung für Ostdeutschland war, oder? Und vor allem 1991, als dieses Spiel in Deutschland erschienen ist, gab es die DDR gar nicht mehr. Also, sehr verwunderlich. Ich entscheide mich heute für Frankreich. Und wir hören schon, es sind nicht nur 10 Sekunden wie bei der 64er-Version, sondern die gesamte Nationalhymne. Wobei gesamt war jetzt nicht ganz richtig, sondern ihr habt gehört, das Lied wurde in der Mitte unterbrochen. Gut, ich spiele alleine. Und wie bei der 64er-Version ist die erste Sportart, die wir absolvieren müssen, der Stabhochsprung. Da freue ich mich schon drauf. Und wir befinden uns direkt im Stadion. Wir sehen die Sprunganlage im Vordergrund, die Matte. Wir sehen die Tribüne im Hintergrund. Wir sehen Wolken und die Tartanbahn zwischen uns und der Tribüne. Und es geht direkt los. Es fängt an mit 4 Meter. Ihr erinnert euch, der Weltrekord, den wir gerade gesehen haben, liegt bei 4,80 Meter. Und wir wagen natürlich den Sprung. Und auch hier können wir die Griffposition auswählen, High und Low. Und anders als bei der 64er-Version gibt es kein Medium. Wir nehmen High.
Und wir starten unseren ersten Versuch. Und rüber. Sehr schön. Und da freut sich einer. So, 4,50 Meter ist die nächste Höhe. Und auch hier nehmen wir die hohe Griffposition. Und auch hier sind wir drüber. 4,50 Meter. Klasse. 4,80 Meter, die nächste Höhe. Und natürlich wollen wir es wagen. Der erste Versuch. Und da sind wir rüber. 4,80 Meter, super. 5 Meter ist die nächste Höhe. Und auch diesen Sprung werden wir wagen. Auf geht's. Passt, passt, passt. Wir probieren es nochmal. Ah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Und der dritte und letzte Versuch. Okay, das war nichts. Ja, meine Damen, meine Herren, der Stabhochsprung ist vorbei. 4,80 Meter habe ich hier tatsächlich erreicht. Und ich habe die Goldmedaille bekommen. Sehr schön. Und da ich alleine spiele, führe ich natürlich auch einsam die Tabelle an. Und als nächstes kommt der 100 Meter Sprint. Und bei dieser Sportart muss man so schnell wie möglich die beiden Knöpfe hintereinander drücken, also immer abwechselnd. Und wir sind der hintere Läufer. Oh, geht direkt los. Das war ja schnell. Haha. 10 Sekunden, da liegt übrigens der Weltrekord. Und ich kann euch sagen, das ist ja echt mühselig. Man muss hier wirklich versuchen, hintereinander zu drücken und nicht gleichzeitig, weil dann funktioniert es nämlich nicht. Ah, einen Trick habe ich noch nicht rausgefunden. Also das wird hier nichts. Das wird hier nichts. Tut mir wirklich leid. Oh wei, oh wei, oh wei. Aber zumindest ist der andere noch nicht in der Kabine beim Duschen. Er ist so nett und wartet auf mich. Ja, 11,99. Das ist noch ausbaufähig. Und als nächstes erwartet uns das Bodenturnen. Und das sieht genauso aus wie bei der 64er-Version. Es geht um das Pferd. Es ist eine Sprungübung. Auf geht's. Ach, leider keine saubere Landung. Schade, schade. Neuer Versuch. Ne, leider nicht. Leider nicht. 2,5 Punkte. Die Landung ist hier wirklich sehr schwierig. Das war bei der 64er-Version wesentlich einfacher. Zumindest hatte ich da irgendwann den Trick raus. Hier habe ich den Trick leider noch nicht raus. Leider. So, was kommt als nächstes? Natürlich erstmal die Medaillenvergabe, alles klar. Da kriegen wir die Goldmedaille. Wir gehen mal weiter. Und wir haben schon 15 Punkte, weil wir 3 Goldmedaillen gewonnen haben. Und jetzt kommt die Disziplin, die bei der 64er-Fassung die zweite Disziplin war, nach dem Stabhochsprung, und zwar das Turmspringen. Und zwar der Sprung vorwärts. Und da stehen wir schon. Und auf geht's. Das war leider nix. Aber interessante Wertungen. Zwischen 1,4 und 4,3 ist alles dabei. Okay. Und hier sehen wir auch noch einen Unterschied zur 64er und zur Amiga-Version. Bei der 64er-Version gab es ja die Punkte der Schiedsrichter und die wurden multipliziert mit dem Schwierigkeitsgrad. Das gibt es hier nicht mehr. Das finde ich sehr schade, denn das fand ich beim 64er so cool, wie realistisch es damals war. Okay, dann kommt jetzt der nächste Sprung, der Rückwärtssprung.
Und ich frage mich jetzt gerade, warum wir vorwärts stehen, wenn es ein Sprung rückwärts ist. Okay. Oh. Das hat weh getan. Aber schaut mal, der zweite Schiedsrichter scheint mich zu mögen. Der gibt mir immer eine hohe Viererwertung. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich mit meiner Taktik aus der 64er-Fassung hier nicht weiterkomme. Ich gewinne hier keinen Blumentopf. Jetzt kommt der Auerbach. Jetzt steht er rückwärts. Okay. Ja. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Eine recht hohe Wertung dafür, dass ich als Kugel im Wasser eingeschlagen bin. Und auch hier hat der zweite Schiedsrichter mir am meisten Punkte gegeben. Wahrscheinlich ist es ein Franzose. Und jetzt kommt der letzte Sprung. Der Delfin. Also die Taktik aus der 64er-Version klappt hier gar nicht, das kann ich schon mal sagen. Auch hier bin ich kläglich gescheitert. Und zwar bin ich bei 90 Punkten rausgekommen, der Weltrekord liegt bei 100. Okay. Aber es reicht für die Goldmedaille. Dann klicken wir mal auf Weiter. Vier Medaillen, 5-mal Gold, 20 Punkte. Und zum Schluss kommt jetzt noch das 100 Meter Freistilschwimmen. Und da sind wir am Becken. Wo stehe ich? In der Mitte. Und es geht schon los. Das ging ja schnell. Oh wei, oh wei. Ich weiß nicht, was ich hier genau machen muss. Ah, okay, ich muss ganz schnell auf den Knopf drücken. Das ist der Trick. Also nicht auf beiden Knöpfen, wie beim Sprint, sondern nur auf den einen Knopf. Und wie lang ist denn die Bahn, um Himmels Willen? So, jetzt kommt die Wende. Schiedsrichter sind am Beckenrand, um zu sehen, ob ich auch ordnungsgemäß gewendet habe. Jawohl, das habe ich getan. Und ich gebe Gas, wie ihr sehen könnt. Ich gebe Gas. War ein kleiner Sprint gerade. Und jetzt wieder. Okay. Wunderbar. Ich bin dankbar, dass es hier keine Staffel gibt. Oh wei, oh wei. Ja, auch hier haben wir die Goldmedaille gewonnen. Mit 1 Minute und 8 Sekunden. Ich glaube, der Rekord lag bei 1 Minute und 2 Sekunden. Und das scheint das Finale zu sein. Die französische Fahne wird eingeblendet. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Es gibt leider, anders als bei der Amiga-Version, keine Abschiedszeremonie. Und auch die Eröffnungszeremonie wurde nicht gespielt, als wir mit unserem Wettkampf angefangen haben. Sondern das scheint hier eher ein Teil des Intros zu sein. Das finde ich auch schade, weil dadurch geht etwas von der Immersion verloren. Und auch diese Hühner finde ich etwas merkwürdig. Denn wie Tauben sehen die tatsächlich nicht aus. Wie ist mein Fazit? Also verglichen mit den Versionen, die wir bisher gesehen haben, die 64er-Version, die Amiga-Version und die Sega Master Systems-Version, ist diese Version tatsächlich die schwächste. Man kann sie spielen, aber sie macht nicht so viel Spaß. Ich bemängle hier zum einen, dass ich nur eine begrenzte Auswahl von Nationen habe, ich verstehe nicht, warum hier die DDR angezeigt wurde. Und ich habe auch hier nur 5 anstatt 8 Sportarten. Das finde ich auch schade. Ich hätte zumindest das Tontaubenschießen sehr gerne gehabt. Das fehlt mir hier. Die Steuerung ist auch nicht so optimal. Ich weiß nicht, ob ich durch die C64er Steuerung einfach verwöhnt worden bin, denn da lässt sich das Spiel wirklich ausgezeichnet steuern. Es ist eine sehr präzise und direkte Steuerung. Das kann ich hier beim Gamepad leider nicht behaupten. Mir haben auch hier die Finger nach einiger Zeit wehgetan. Das finde ich auch nicht so gut. Das ist mir bei der 64er Version nicht passiert. Und ich muss wirklich sagen, dass ich zwar froh bin, das hier mal gespielt zu haben, aber ich glaube nicht, dass ich es noch einmal spielen werde. Das ist hier wirklich die schwächste Portierung, die ich bisher gespielt habe.
Ich hoffe aber, dass ihr Spaß hattet bei dieser Folge. Mehr Spaß als ich hatte. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch in die nächste Replay-Folge zum Spiel Summer Games hineinschalten würdet, denn das wird was ganz Besonderes. Und zwar wird das die Multiplayer-Partie sein, der 64er-Version. Und zwar haben Selma, André, auch bekannt unter Andira 2010, und ich eine Partie gewagt. Und es ist wirklich spaßig geworden. Und da könnt ihr gespannt sein, wer gewonnen hat. Ich verrate nichts, dafür müsst ihr euch die nächste Sendung anschauen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr in den Blätteramt einschalten würdet. Jeden Dienstag ab 20 Uhr blättern Selma und ich live bei Twitch durch eine alte Computerspielzeitschrift. Wir reden über die alten Computerspiele und über die alten Zeiten. Es ist ein ganz tolles Format. Vor allem die Interaktion mit den Zuschauern im Chat ist immer sehr schön. Und auch hier würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr dort mal einschalten würdet. Bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss!